Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute bei 33 Grad die Frage von Bianca. Bianca möchte wissen, lieber Herr Kammerer, ich wollte fragen, ob Sie in einem Ihrer Blogs erklären könnten, worin der Unterschied zwischen Israel Koi und Japan Koi liegt. Danke für die tollen Blogs bis jetzt. Mein Mann und ich sind großen Fans und natürlich auch von Ihnen. Vielen Dank. Liebe Grüße aus Österreich, Bianca und René. Ja, Bianca, also grundsätzlich ein Israel-Koi oder ein Japan-Koi ist mal genetisch ein und dasselbe. Die könnte man auch miteinander verpaaren, die könnte man kreuzen. Und das ist auch der Ursprung der israelischen Koi-Zucht, dass man irgendwann mal gesagt hat, man kauft Zuchttiere in Japan ein und vermehrt die dann in Israel. Am Anfang war das noch ein bisschen holprig, wenn ich mal denke, vor 20 Jahren, was da in Israel Koi kam, war das in keiner Weise mit dem vergleichbar, was heute aus Israel kommt. Denn ich weiß nicht, ob Sie sich noch an den Blog erinnern, wo ich mit Makoto bei Olli war. Und Olli hatte wirklich ein paar ausgezeichnete, auch größere, über 70 cm israelische Koi dort schwimmen. Und Makoto war wirklich verblüfft, die Beni Kikukuriu sensationell. Ginrin Zoragoi war dabei, Zoragoi noch ein paar andere, Kikusui, wirklich auch in respektablen Größen. Und Makoto hat aber auch an der Körperform, die waren alle so ein bisschen bauchig, hat er erkannt, dass die Blutlinien eigentlich sehr alte Blutlinien sind, die vermutlich aus Niigata kommen. Ich gehe auch davon aus, dass die Israelis heute immer mal wieder, um ihr Blut aufzufrischen, aus Niigata Elterntiere kommen lassen. Und darin liegt auch der ganz große Unterschied. Man muss überlegen, in Japan arbeiten hunderte von Züchtern an der stetigen Verbesserung der Blutlinien. Die verfügen über einen riesigen Genpool. Die Züchter können untereinander Zuchttiere tauschen. Sie können bei anderen Züchtern Zuchttiere kaufen, um Blutlinien zu entwickeln oder ihre eigenen Blutlinien zu verbessern. Und da ist man natürlich in Israel, wo man nur sehr wenige Farmen hat, ist man natürlich begrenzt. Aber trotzdem muss man sagen, das, was ich immer wieder mal an israelischem Koi gesehen habe, ist absolut respektabel. Und wenn man es nicht weiß, also ich bin mir sicher, dass sich die meisten von ihrem Händler auch in Israel Koi als Japaner andrehen lassen könnten, das sieht am Ende, salopp gesagt, kein Mensch. Ich bin mir aber auch sicher, weil der Genpool etwas kleiner ist, dass man dann bei den meisten Tieren später merkt, dass vielleicht das Wachstum nicht ganz so optimal ist, dass sie vielleicht auch nicht das ganz große Körpervolumen aufbauen. Das sind eigentlich dann so die Parameter oder die Kriterien, wo sich die Japan-Koi, zumindest die hochwertigen, die exzellenten Japan-Koi, wirklich in den Vordergrund schieben. Und ich weiß auch nicht, ob die Israelis oder auch andere Länder dieser Erde, ob dort solche Qualitäten gezüchtet werden, dass sie zum Beispiel über die Gosanke beispielsweise, die Königsklasse, dass sie beispielsweise auf der Shinkokai Koi Show bestehen könnten, weil da muss man auch sagen, selbst da können nicht alle japanische Züchter bestehen und von den größten Gosanke-Züchtern können da auch nur wiederum die Top 0,5, 0,1% dann wirklich sich über eine Qualität freuen, dass er auf der Shinkokai gezeigt oder erfolgreich ausgestellt werden kann. Aber grundsätzlich, wer jetzt nicht ganz so viel Geld für Koi ausgeben möchte, es spricht überhaupt gar nichts gegen Israel Koi, was die Schönheit angeht. Und gesundheitlich, denke ich, da ist der größte Faktor immer der Händler, wo man kauft, welche Quarantäne wird da betrieben, welche Voruntersuchungen werden gemacht, was die ganzen viralen Geschichten angeht, was Parasiten, was Bakterien angeht, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Aber ansonsten, Israel, denke ich, ist eine der Koi-Nationen, wo man sagen kann, da kommen wirklich schöne Koi her. Bianca, René, euch noch viel Spaß im Koi-Hobby. Macht's gut und bis bald. Ciao.